So, Tag 14. Das war's. Das ist unser letzter Tag hier im Waisenheim. Zum Abschied haben wir nochmal Philipp gesehen, wie er Saud gerade umarmt hat. Er hatte ein paar Tränen gehabt. Das hat uns alle sehr berührt. Auch schon seit gestern Abend, als wir Kuchen gekauft haben, als Dankeschön für die Waisenkinder. Es war sehr emotional. Uns fällt der Abschied auch sehr schwer. Ich hoffe, inshallah, bald können wir die Reise wieder anfangen. Ja, wir haben uns gerade bei den Kindern verabschiedet. Das ist heute unser letzter Tag hier im Waisenhaus. Ja, unglaublich schmerzhaft für uns alle, für alle Jungs. Wir sind in den letzten zwei Wochen ein Teil von einer großartigen Familie hier in Porto Novo in Benin geworden. Und dementsprechend war der Abschied auch schmerzhaft. Aber ja, das gehört dazu. Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder hier sein können mit den Kindern.